Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Prison Architect im Ausbruchsmodus. Und ja, es kam ja richtig gut an, es scheint euch zu gefallen. Und deswegen machen wir weiter und versuchen hier uns mal ein paar krasse Typen an unsere Seite zu stellen. Also die Stärksten der Stärksten. Warte mal, haben wir noch Sachen zum Graben? Ja, ne? Ja, oh, sogar eine Bohrmaschine. Aha. Lassen wir mal schauen, dass wir davon noch mehr kriegen. Punkte haben wir jetzt erstmal, ne? Na, wo sind denn die alle? Wo seid ihr? Beim Arbeiten, ne? Naja. Wo war denn die Werkstatt? Ich bin jetzt voll raus. Schauen wir doch mal, wir werden das schon finden. Da hinten ist die Werkstatt. Aber wo sind die ganzen Gefangenen? Da ist einer, aber der ist nur ein normaler. Oh, noch eine Bohrmaschine. Die will ich haben. Nein, nicht das. Schmeiß das weg. Nein. Hallo. So, ich will das aber wegschmeißen hier. Brauche ich nicht. Wie ging das nochmal? Der schmeißt es nicht weg. Jetzt müssen wir halt rennen. Bohrmaschine in die Hand. Und dann Sachen woanders verstecken gleich. Weil wir werden gleich... Oh, lass das. Ich bin viel schneller wie du. Du hast gar keine Chance, mich zu kriegen. Er hat schon aufgegeben. Oh, Hund. Schnüffel nicht an mir. Hallo. Nein. Nein, nein. Dann stirbst du halt. So. So, du auch? Noch eine auf die Nase. So. Legt euch nicht mit mir an. So. Du auch noch? Da wird auch Ärger. Ey, na. Den hauen wir. Wir sollten vielleicht aufgeben, dass wir nicht draufgehen, ne? Ja. Aber der kriegt sie noch. So. Schlüssel. Nimm die Schlüssel. Wie tue ich denn die Scheiße? Wir machen hier ein Blutbad. Ich will das nicht. Ich will... Okay, ich gebe auf. Ich gebe auf. Okay, der Hund macht nämlich nichts. Ich will die Scheiße hier weglegen. Jetzt... Habe ich noch was zu befürchten? Warte mal. Wir tun das mal sicherheitshalber weg. Schalala, ich habe nichts getan. Ich sollte... Möchtest du... Oh. Haben die mich jetzt dabei erwischt? Man weiß es nicht genau. Die kontrollieren mich jetzt. Ich habe aber nichts. Ja, seht ihr? Ich habe gar nichts getan. Die haben sich selber getötet. Die sind hier rein, sind durchgetreten, haben auf sich eingeschlagen. Ich bin unschuldig. Wir sollten hier medizinische Hilfe uns holen. Ach du Kacke. Hallo, könntest du mich bitte reparieren? Hallo, Fräulein. Gibt's hier noch einen Arzt hier drin? Darf ich nicht rein? Ich möchte... Der pennt. Könntet ihr mich auch reparieren, bitte? Wäre sehr freundlich. Hier ist eine Schere. Gift. Aber ich weiß nicht, für was ich das Gift brauchen soll. Hallo, ich bin verletzt. Würde sich jemand um mich kümmern, bitte? Scheint nicht so. Jetzt aber. Okay. Wir haben jetzt ein paar Wärter weniger hier drin. Und ihr wisst jetzt alle, dass er euch nicht mit mir anlegt. Verstanden? Du auch. Und du. Und du. So. Austin ist der einzige, wo ich sehe hier. Wo sind die ganzen Gefangenen? Ich will hier die harten Typen in meiner Gang haben. Die harten. In dieser Nacht werden wir auf jeden Fall anfangen zu graben. Das habe ich beschlossen. Oh, hier ist ein harter. Ja gut, er ist zumindest rot. Wie viel kostest du? 4 Punkte. Ja, komm. Wir haben ja jetzt richtig Punkte gesammelt. Nein, die brauchst du mir nicht folgen. Aber wir können hier Renommee
uns noch schneller mache. Wir machen uns komplett voll. So. Du wirst noch ein geübter Kämpfer, das glaube ich immer gut. Und tödlich solltet ihr alles sein, genauso wie hart. So, jetzt haben wir einige Punkte wieder ausgegeben. Ja, du möchtest auch in meine Gang, kommst aber nicht. Jefferson gehört schon zu uns, okay. Wo sind noch Leute? Oh, hier liegt noch ein Tod. Oh, in meiner Zelle liegt ein Tod. Da könnte denn mal jemand rausholen, bitte? Hallo? Ich muss da drin schlafen. Das ist nicht so angenehm. Prügeln die sich das Hirn raus und ich muss da... Der gehört auch schon zu uns. Und ich muss darunter leiden. Frechheit, echt. Oh Mann. Aber schon komisch, dass die das jetzt nicht wissen, dass ich das bin, ne? Aber gut. Da oben ist jemand wo stationiert, aber es macht uns nichts. Wir machen hier noch ein bisschen Randale. Oh, jetzt wird mal aufgegeben, verdammt. Jetzt hat es nicht geklappt, obwohl keiner hier ist. Das ist ein bisschen... Naja, komm, dann nehmen wir den hier jetzt. Wir werden ja in der Nacht... werden wir graben, definitiv. Jetzt ist 6 Uhr abends. Wir können uns ja noch ein paar Punkte holen. Na du, hier kriegst du ein paar auf die Nase. Oh, der hat einen Schläger dabei. Okay, okay, okay. Genau, haut den. Der ist auf mich losgegangen mit dem Schläger. Ich habe nichts getan. Ach, was ist mit uns? Sind wir frei? Warum werden wir schon wieder... Hallo? Frechheit hier. So, du beendest jetzt das, was dein Chef hier angefangen hat. Oh, halt. Lalala, ich hab nichts getan. Ich gehe auch schon wieder. Wir brauchen ja Punkte, wir müssen ja noch... Obwohl, wir haben jetzt 4 Leute. Für diesen Knast müsste das reichen, ne? Das sind wahrscheinlich die größte Gang, wo es hier drin gibt. Schade, dass wir keine Tattoos machen können oder so. Das wäre noch... Ich laufe hier ein bisschen rum wie ein kopfloses Huhn, ne? Die Nacht muss kommen. Ich will hier raus aus dem Knast hier. So eine Scheiße. Aber wie gesagt, es geht nur um uns an der Jukes. Huge? Wie auch immer er ausgesprochen wird. Ach, hier sind die Isolationszellen wahrscheinlich, ne? Aha. Interessant. Ja, ich denke, nächste Nacht werden wir versuchen auszubrechen. Hier, der ist gleich wieder frei. Wenn der frei ist, werden wir versuchen, die Säge mit der Baumaschine hier zu tauschen. Nimm mal die Säge. Und nimm bitte jetzt die Danke. Die Säge kannst du hier lassen. Nimmst du die Baumaschine? Komm. Schnell hier rein. So. Es ist Freizeit. Wir gehen mal ein bisschen hier auf den Hof. Hier ist aber nichts los. Sind hier in dem Knast so wenig Gefangene, oder? Fitnessraum vielleicht. Dusche, Fitnessraum. Ich denke, 16 Punkte ist jetzt auch erstmal gut. Oh, musst du arbeiten? So. Hier ist auch nichts. Also ich weiß und dieser Knast, ich glaube, den habe ich nicht so gut ausgesucht. Ich dachte, hier wäre mehr los. Ich habe halt nur mal drüber geschaut, aber... Ich glaube, die harten Jungs gehören alle zu uns. Alle mit roten Overalls gehören zu uns. So, und wir warten... Alter, es gibt Essen. Essen. Ja, da bist du gleich dabei, Jerome, ha? Ja. Habe ich mir doch gedacht. Dann gehen wir mal essen hier. Was gibt's denn heute? Nur Scheiße. Oh, Autosave. Nur Scheiße hier. Wenn das nicht besser wird, dann wird's hier... Ja. Du weißt Bescheid, ne? Ja. Nee, da möchte ich nichts essen. Verfaulte Eier hier. Lass das mal. So, dann gehen wir... Geh mal in unsere Zelle. Warten, wie Schlafenszeit ist und versuchen dann auszubrechen. Was anderes lohnt sich ja für uns nicht, oder? So, wir machen auch schnell und warten. Wir haben 2 Baumaschinen. Ob das jetzt schon reicht, bezweifle ich, aber... Ja, ist ein guter Anfang, ne? Wie schnell wir rennen können, wenn wir auch schnell...
Wir hoffen nur, dass wir nicht erwischt werden, weil die Zelle hier ist, glaube ich, ganz gut. So, Schlaf, Moment, langsam. Zack. Tunnel graben. Tunnel betreten. Und jetzt geht's hier, oh, ups. Mit linke Maustaste graben, ja. So, und wir graben. Ich glaube, wir müssen gar nicht so weit, weil der eine Zaun ist ja relativ nah bei uns. Sind gar keine Wasserleitungen hier. Was soll denn das? Das könnte ein wenig dauern. Hm. Ding, 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 ding. Schalala. Naja, es dient unserer Freiheit. Es macht nicht so viel Spaß, aber wir kommen... Oh. Müssen wir auch noch raus. Ich hätte vielleicht die zweite auch mitnehmen sollen. Hallo? Gut, niemand da. Niemand da. Aber das, da brauchen wir tausendes an Werkzeug, um hier rauszukommen. Oh, jetzt habe ich hier einen... Verkackt. Jetzt habe ich einen Tunnel nach draußen gegraben. War vielleicht nicht das Beste. Egal. Jetzt geht's schneller. Gut, gut, gut. Hier ist der Boden weicher anscheinend. Sehr schön. Jetzt läuft der Hase doch hier. Jawohl. Ja, unsere Zelle wird uns schon angezeigt. Soweit sind wir schon weg. Ich hoffe nur, dass kein Hund irgendwie hierher kommt. Oh, oh. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir hier müssen. Ich mache jetzt einfach mal so weit, wie unsere Bohrmaschine uns lässt. Aber ich denke, das war's schon, oder? Oder? Wir machen das. Nicht, dass hier doch noch ein Zaun ist und wir uns jetzt vor dem Zaun rausgraben. Das wäre natürlich sehr unschön. Nein! Wir sind raus. So, und jetzt, ihr könnt mich alle, wir sind raus. Ihr habt Pech gehabt, ihr seid alle aus meiner Gang, ihr interessiert mich nicht mehr. Zack. Ja. Ja, ein Tag, 18 Stunden und 26 Minuten. Das war ein sehr einfacher Knast, muss ich sagen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben 6 Wärter getötet und 3 Gefangene. 91 Punkte. Naja, wir sind raus. Finde ich gut. Und ich denke, in Zukunft wird es wirklich, wie es in den Kommentaren stand, wie der Michael es geschrieben hat, im Wechsel geben. Eine Baufolge und dann eine Ausbruchsfolge. Also immer so im Wechsel. Ich weiß nicht, ob ich es täglich schaffe. Ich versuche es, aber das will ich jetzt nicht versprechen. Und ich denke, so machen wir weiter. Mit Prison Architect. Muss mir nur noch einen guten Knast suchen. Vielleicht wisst ihr einer, wo richtig gut ist. Ja, dann könnt ihr mir schreiben oder so. Einfach in die Kommentare damit. Gut, Freunde, dann war es das für die Folge. Ging jetzt schneller wie erwartet, dass ich hier rauskomme, aber finde ich gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich danke euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao.